Hey Katharina, ich wollte dir nur sagen, dass ich an der Antriebswelle dran bin. Sobald ich die habe, geht's im Hangar weiter. Okay? Bis dann. Ciao. Gregor, auch mal wieder am Lande. Was gibt's? Ich habe nach einer Adresse in Frankfurt aufgetan. Da gibt's Bareinrichtungen aus den 50er Jahren. Top renoviert. Toll. Ja, nicht, dass du vor Begeisterung platzt. Die haben morgen einen Sonderverkauf. Da sollten wir unbedingt hinfahren. Ja, dann fahrt mal hin. Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich es nach Frankfurt schaffe. Hm, ist ganz leicht. Einfach die A3 runter. Super, dann kümmerst du dich in der Zeit also um die Handwerker? Was für Handwerker? Hallo? Ihr baut vielleicht gerade euren Laden um? Die Jungs, die wollen gelegentlich mal was mit ihrem Chef besprechen. Ja. Außerdem müssen morgen auch noch die Bodenplatten abholen. Kannst du das nicht übernehmen? Ja, sicher kann ich das, Gregor, aber dir gehört der Laden auch. Ja, aber der Umbau läuft doch anscheinend wie am Schnürchen und ich habe keine Zeit. Und Handwerker nervt das eh nur, wenn man denen ständig auf die Finger schaut. Wie du meinst. Bleib ich eben hier. Ist echt toll, wie du dich mit Olli absprichst. Du hier, ich dachte, du wolltest mit Olli nach Frankfurt. Ach, meine Tasche. Merkst du eigentlich noch irgendwas? Olli und ich, wir wollten morgen nach Frankfurt, aber das können wir ja jetzt vergessen. Wieso? Weil jemand die Bodenplatten abholen und den Handwerkern zwischendurch eine Ansage machen muss? Aber dein Hirn, das besteht ja nur noch aus rostigen Rotorblättern. Geh mir nicht auf den Geist. Ich geh dir auf den Geist. Olli hat den ganzen Umbau allein an der Backe und du kümmerst dich nur um deinen Hubschrauber. Geh mir nicht auf den Geist. Du bist immer noch Teilhaber vom No Limits. Und wenn ich das nur so viel interessiert. Es interessiert mich durchaus. Dann würdest du ihm helfen, anstatt dich über ihn lustig zu machen, weil er sich einen Arsch aufreißt. Ich gehe jetzt wieder runter. Es reicht ja, wenn einer von uns ihn hängen lässt. Oh, hört doch auf, so laut zu bohren. Na? Dein Ersatzteil schon aufgetrieben? Nein. Der Baulärm nervt und überhaupt. Was überhaupt? Lebenskrise? Hast du auch das Gefühl, dass ich zu viel Zeit im Hangar verbringe? Du Limits machst mich ziemlich rar. Ja, genau das wirft mir mein Bruder ja vor. Dass ich Olli hängen lasse, weil ich keinen Bock habe, ein paar Bodenplatten abzuholen. Termin ist Termin. Der Umbau war nicht meine, sondern Ollis Idee. Du warst damit einverstanden und profitierst davon. Und davon abgesehen, dir war der Laden auch mal wichtig, bevor du den Heli hattest. Dieser Laden ist mir nach wie vor wichtig. Dann sei doch froh, so einen Partner zu haben. Ja, wenn er mal wüsste, wann er mich in Ruhe lassen soll. Ist das deine Arbeitsauffassung? Dann gib ich's auf und geh duschen. Oh, was soll das denn jetzt, ha? Der eine ackert und ackert und der andere kommt kurz nach Feierabend, um zu kassieren. Okay, Charlie, bis dann. Ich hole die Platten morgen für dich ab. Ach Quatsch, du hast eine Vorlesung. Das ist eine Sache von einer Stunde. Vielleicht bin ich ja bis dahin wieder zurück. Vergiss es, bis du die Platten ausgeladen hast. Du bist so ein ignoranter Arsch, weißt du das? Ach nee, Gregor. Ja. Hey, ich glaube, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Ich glaub's auch selber nicht. Ich weiß, da unten brennt die Hütte und ich habe nur meinen Hubschrauber im Kopf. Ihr beide, fahrt nach Frankfurt, Fahrzeuge haben Sonderverkauf. Was ist mit den Bodenplatten? Ja, was wohl um die? Werde ich mich kümmern. Hm? Ja, mein Gott, ich weiß, ich war egoistisch und habe mich nur um meinen Kram gekümmert und euch hängen gelassen. Aber jetzt seid ihr mal dran, wenn mein nichtsnutziger Bruder sich mal einen Tag freinehmen kann, dann fahrt nach Frankfurt, macht euch eine schöne Zeit und ich halte hier die Stellung. Das ist der Lieferschein für die Platten. Okay, und die Handwerker müssten morgen mit den Toiletten fertig sein, ja? Und machen danach direkt mit den Armaturen weiter. Dann bin ich ja voll im Bild. Und ich kann mich wirklich auf dich verlassen. Olli, habe ich dich jemals hängen lassen? Okay, dann danke nochmal. Kein Problem. Hallo. Ich kann ja nicht nur kommen und abkassieren, wenn der Laden nach dem Umbau brummt. Ja. Ciao. Ja, ciao. Männer können also doch dazulernen. Bei so einer strengen Lehre. Ja, hallo?
Ja, genau. Ja, fabelhaft. Vielen Dank für die Nachricht. Okay, ciao. Ja. Das war aber keiner von deinen Handwerkern. Nee, ich muss morgen zu so einer Auktion in Dortmund. Seit wann interessierst du dich für Kunst? Kunst? Nein, Ersatzteile. Vielleicht ist da ja die Antriebswelle dabei. Dann kannst du im Hangar weitergehen. Ich muss mal eben Katharina Bescheid sagen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hast du nicht gerade erst Olli versprochen, dich morgen um alles zu kümmern? Doch, klar, habe ich doch. Du willst ihn doch nicht etwa hängen lassen? Nein, natürlich nicht. Can't hide my love, 'cause I'm not strong enough.